Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online. Mit mir dem Brotgamer. Hallo. Hallo. Nee, heute wieder allein, ohne Gast. Ja. Freunde, jo. Ja, ich habe in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, man bekommt, wenn man im Februar jede Woche spielt, eine 250 und am Ende eine Million. So habe ich von einem YouTuber gehört und ich habe mich jeden Freitagabend eingeloggt. Und auf einmal lese ich bei Rockstar Games jedes Wochenende. Toll. Und ich habe mich, Gott sei Dank, ein Wochenende eingeloggt gehabt. Und deswegen habe ich wenigstens 250.000 bekommen. Das heißt, wir haben 1,5 Millionen GTA 5 Dollar. Ja, wir gucken jetzt gleich mal, was so alles reduziert ist diese Woche. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, wo man sagen kann, yo, haben wir Bock drauf, kaufen wir uns. Das machen wir jetzt mal hier hinten an unserem krassen Laptop. Und danach, müssen wir mal gucken, was wir uns getten. Ich hätte voll Bock hier auf den hier. Oder auf den Italy GTO, hätte ich auch mega Bock drauf. Aber müssen wir mal schauen, ich hätte auch Bock auf ein Auto von Bennys. Oder hier auf den Overflow Entity XXR, weil der gerade so krass reduziert ist. Mal gucken, was noch so reduziert ist. Tempesta, den finde ich nicht so cool. Ich finde den Reaper cooler. Sonst irgendwas krasses reduziert. Ja, auf jeden Fall nicht. Arena War haben wir hier schon. Nix. Oh, hier ist ein paar im Angebot. Oh. Ah, schade, der nicht, na, der coolste hier. Oder den, wo ich finde den eigentlich schon mit am coolsten. Der hier ist auch cool. Oh ja, das, ich kaufe hier keinen, nicht bevor ich hier diesen verbilligten Preis habe. Du musst voll bla 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 Fahrzeug einkaufen, weil ich zu können erreiche, benötigt Sponsorenstufe. Ja, wir sind 15 und ich glaube es gibt 1000 Stufen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Da werden wir, denke ich, dieses Mal auch noch ein bisschen was spielen. Der erste Teil GTA kommt zum Aufnahmetag heute um 17 Uhr. Aber der NDDXXR wäre schon sehr cool. Ich hatte den auch schon mal eine kurze Zeit, aber dann habe ich ihn wieder weg. Und jetzt wäre schon so wieder so ein Moment, wo ich mir denke, ja, können wir schon kaufen. Ich meine, er ist reduziert. Oh, hier der, oh, wie heißt er? Avengers auch reduziert. 2,4 Millionen. Und ist auch ein cooles Teil. Kann aber halt dasselbe hier wie die mobile Kommandozentrale, wie die hier. Aber die habe ich schon. Also ist vom Sinn her eigentlich unnötig. Mal schauen, ob sonst noch irgendwas hier reduziert ist. Nö. Gut, dann werden wir mal gucken, ob wir uns irgendwann im Laufe der nächsten Teile noch ein Auto von denen hier kaufen. Wir nehmen uns jetzt hier mal unseren Nero Custom und fahren mit dem. Wo es regnet. Zum Nachtclub runter und habe mir jetzt gerade eben überlegt, könnten wir ja unsere Waren verkaufen. Dann kriegen wir da auch noch mal ein bisschen Gold. Das wäre eigentlich auch cool.
ich habe davor jetzt eben Forza gespielt. Und da ist natürlich eine ganz andere Fahrtwege als hier. In der letzten Aufnahme-Season haben wir ja bei unserer Handplantage ein bisschen Vorräte geholt. Da können wir eventuell auch mal vorbeischauen, wenn die irgendwas gelistet haben. Ich habe nicht gehört, gar nicht mehr gespielt zwischen der und der letzten Aufnahme. Aber mal schauen, was wir jetzt hier machen. Ich habe jetzt wieder vor, so 4 Teile aufzunehmen. Ich meine, man schafft nicht viel, aber was will man GTA schon schaffen? GTA, da gibt es nichts zu schaffen. Da einfach spielen jetzt hier. Vielleicht schaffen wir mal. Vielleicht nicht mehr. Wenn man nur auf 10 Minuten Videos maximal gehen kann, weil sonst alles andere viel zu lang dauert zum Uploaden. Ja. Ist halt so, kann man jetzt schlecht ändern. Untergeschoss gehen wir gleich. Ich glaube, irgendwas um die 60.000 wert müssten wir haben. Sogar 70, nice. 70.000 wert hier. Jagdausstattung ist es. Da drüben haben wir Waren und dann irgendwo noch das andere Zeug. Müssen wir uns hier erstmal registrieren. Wir machen das als Motorradclub Dude. Weil wir dann ja eh anschließend. Hier steht ja Fracht und Waren, Jagdausstattung und Bioprodukte. Güter verkaufen. Eins, wir verkaufen natürlich alle gleichzeitig. Ich meine, entweder verliert man alles oder gar nichts. Ende verliert man alles und man gewinnt alles. Letztes Mal habe ich alles verloren, als ich das gemacht habe. War nicht so cool. Insgesamt abliefern 3 Stück. Nice. Und 10.000, wenn wir es in einer gewissen Zeit schaffen. Oder 1, 0. Beide Strecken, 20 Minuten Zeit. Wir werden das im nächsten Teil, wenn wir das machen. Let's go, Leute. Bis gleich.